Folge 277 von Simotrans. Ja, wir hatten das ostdeutsche Rathaus und wir waren in Radolfzell. Ne, jetzt sind wir in Sonderhausen. Waren wir nicht schon in Radolfzell? Habe ich was falsch gemacht? Ich glaube nicht, oder? Bin ich hier wieder hingesprungen? Kann auch sein. Lass uns mal schauen. Alte Stellenliste. Wartend. Aufsteigend? Nein, wir wollen absteigend haben. So, hier waren wir schon. Da fahren die ja hin und her. Haben wir erledigt. Hier ist die Gerste. Okay. Warte mal, das ist passend. Ist das auch hier? Das auch hier. Okay. Da muss Schiff kommen und so. Haben wir aber, glaube ich, auch schon mal geguckt. So, hier Sonderhausen. Ja, WSD ist doof, ne? Wir müssen die Falltaste nehmen. Alles klar. Aber hier haben wir auch den Bus gemacht zum Rathaus. So, was war hier? Haben wir 50.000 landwirtschaftliche Güter warten da. Über Adenau, Geflügelhof. Wer fährt denn da lang? Keiner? Der da? Ah, super, ne? Guck mal gerade in Verbindung rein. Oh oh. Die bringen da die Waren rüber, die LKWs. Das wird ewig dauern mit 26 Tonnen dann, ne? Ich glaube, da sollten wir mal umbauen auf den Zug, oder? Wo fährt er denn her? Mühle Bäckerei. Passt. Nur der Zug ist der falsche, ne? Oder fährt er? Ne, der hat nur Paletten. Eier, Obst. Das bedeutet, hier muss definitiv ein zweiter Zug dahin. Der ist ja nicht der, ne? Treidorf Mühle über Linientalstraße. Wer hier Getreidehof? Ah, da unten, okay. Der ist es also nicht, sondern jetzt müssen wir runter zum Dingens Depot. Neuer Zug. Was haben wir denn hier noch so? Cargo-Sprinter für flüssige Lebensmittel. Okay, der rennt mit der Milch durch die Gegend. Und Cargo-Sprinter für Kühlwaren. Okay, brauchen wir auch nicht. Hier haben wir noch einen Cargo-Sprinter für Stückgut. Ist jetzt nicht so unser Ding, ne? 6400 kW. 220 km brauchen wir nicht. 220 km brauchen wir nicht. Wo ist denn die BR 111? 150, 160. Der ist es. Die ist einfach billiger. 112. Und Waggons brauchen wir für Gerste oder sowas. Flachs geht auch, ist auch landwirtschaftliche Güter. 52, 30. Ja, der da ist es. So. Fahrplan. Mühle. Getreidehof war das, ne? Gerste, Mühle, Getreidehof, der ist es, glaube ich. Starten wir. Schließen wir. Wählen wir aus. Fahren wir mit. Der kann zu. Wo fährt er jetzt lang?
Der muss irgendwo drehen, oder was? Ist das so? Nee, falsche Linie. Okay. Wir müssen mal da hin. Und ach so, der ist da. Nee, der ist nicht da offen. Verbindung. Ach so, die Verbindung gab's. Marktmühle. Züge. Getreidehof, Mühle über Linie, Mühle Bäckerei war es, okay. Fahrplan ändern, Mühle Bäckerei. Zuck. Und ein neues Ziel, ne? So, nochmal verfolgen. Wo steht er jetzt? Da. Zum Glück hat er noch nicht geladen. Jetzt fährt er links weiter, wieder zurück. Leider etwas mehr ausgegeben, sozusagen. Fahr mal schneller. Wo fährt er zuerst hin? Großbäckerei ist natürlich schlecht. Sollen wir zur Mühle fahren, ist besser. So, und die LKW können wir dann über die Wupper jagen, oder? So, er fährt. Maximal 100 km/h. Wieso? Achso, wegen Anhänger. Okay, alles klar. Und dann müsste das ja voll geladen sein, oder? Ist das 100% Laden hier? Nee, ne? Ne. Ich weiß jetzt nicht, ob da 2 Züge oder 3 Züge fahren. Schwer zu sagen, ne? Okay, er ist im Tunnel und wir sehen das. Das ist cool. Ist wieder draußen. Lilienthalstraße brauchen wir jetzt nicht gerade. Und doch, brauchen wir doch. Aber können wir gleich machen. Erstmal müssen wir den hier gucken und lassen wir gerade schneller fahren. Wie, der hat nichts geladen? Wieso hat er nichts geladen? Hier liegen doch zigtausend Tonnen. Ja, kann auch nicht. Die LKWs müssen von hier dann nach da hinten weiterfahren. So sieht's aus. Okay, das ist ja nicht schlimm. Stopp, das war falsch. Der ist richtig. LKW, Geflügelhof, Mühle. Das ist da hinten. Das passt. Und das ist hier. Und das müssen wir ändern. Das muss dann die Großbäckerei werden. Jetzt haben wir hier so viel auf, da sehen wir gar nichts, ne? Den brauche ich auch nicht. Da ist die Großbäckerei, oder? Ja. Dahin. Und löschen tun wir die Mühle. Der lädt 100% Adenauer Geflügelhof. Adenauer Deutsche. Das ist doch eigentlich Blödsinn, oder? Wir werden es sehen. So, Zug fährt. Dieser Zug könnte jetzt mal den Fahrplan nochmal ändern. Der braucht ja nicht zum leer zur Mühle nochmal fahren. Wir fahren nochmal zurück. Jetzt fährt er rückwärts durch den Tunnel, ne? Ah, da gibt es zum Glück eine Ausweiche.
So, jetzt müsste er doch laden, oder? Ich will's hoffen. Nein, wir haben irgendwo noch einen Denkfehler. Mühlebäckerei. So, jetzt haben wir das größte Problem, was passieren konnte. Nein, er fährt tatsächlich weiter. Ich hatte schon Sorgen, dass es hier nicht klappt mit rein- und rausfahren. Aber warum lädt er jetzt nicht? Die LKW fahren doch jetzt hier hin, oder? Dieser hier zum Beispiel. Irgendwo habe ich noch einen Denkfehler. Hier liegen immer noch diese Tonnen von landwirtschaftlichen Gütern. Der hat auch landwirtschaftliche Güter. Jetzt verfolgen wir mal den LKW, der lädt ja ab. Wo hat Nelly jetzt weg? Ach, der kam noch von der Mühle wahrscheinlich. Der lädt jetzt hier ab, ja, lassen wir da laden. Die Halterbucht fährt an, okay. Ich hoffe, das sind jetzt andere Tonnen, die da drauf sind. Jetzt fährt er zur Großbäckerei. Nee, fährt er nicht. Wo fährt denn der hin? Linie ändern. Verfolgung aus. Der sollte Adenauer, Norddeutsche Großbäckerei, ist doch da auch schon drin. Kannst du löschen, war falsch. Jetzt hat der es erst übernommen, oder was? Die 50.000 Tonnen sind noch da. Hier ist noch ein Stück gut. Jetzt müsste hier irgendwann auch die landwirtschaftlichen Güter kommen, ne? Vielleicht fährt aber auch schon eher einer da rein, weiß ich nicht. Stopp. Fahr bitte zur Großbäckerei. Jetzt muss er da ja entladen, oder? Haltestelle noch nicht frei, aber jetzt. Er hat da nicht entladen. Oh, was ist das wieder jetzt? Ja, er hat auf jeden Fall Zeug dabei. Also der funktioniert. Großbäckerei. Ist auch Quatsch, was ich gerade sage. Auf dem Rückweg muss er ja auch gar nicht, ne? Also hier wird es definitiv jetzt weniger. Und hier muss jetzt was hinkommen. Schon alleine, weil er da jetzt gerade ankommt. So, da sind die landwirtschaftlichen Güter angekommen. Er fährt leer zurück, passt. So, er ist immer noch unterwegs und möchte da oben beim Geflügelhof was loswerden. Okay. Schwierig hier 26 Tonnen zu entladen, ne? Aber er hat für Adenauer Deutsche Großbäckerei, er nimmt auch wieder was mit zurück. Muss mal gerade schneller laufen.
So, er fährt zur Großbäckerei, liefert da ab und bringt das andere mit. Er hat die ersten 26 Tonnen auch auf dem Rückweg mit, weil die von der anderen Seite hier rübergetragen werden zur Mühle. Alles passt. Er hat wieder Adenauer Geflügelhof. Passt. Die LKWs fahren sehr effektiv. Der Zug wird auch effektiv fahren, sobald da mehr liegt. Ist nur die Frage, wann liegt da mehr, ne? Gut. Muss ja jetzt hier schon mal sein. Ach, guck mal, 676 Tonnen Weizen sind ja schon... Ach so, das ist aber auch für den Geflügelhof, okay. Radolf Zell hat da 12 Tonnen hier noch liegen. Und Gerste liegen 40 Tonnen, okay. Das wird mit der Zeit werden, würde ich sagen. Aber ich denke mal, das ist jetzt die norddeutsche Mühle, ne? Okay, da sind noch diese Mengen. Die werden ja von dem großen Zug weggebracht, der jetzt gerade ankommt. Ja, passt. Vielleicht muss der ein oder andere Wagen hier noch umgestellt werden, damit hier mehr auf dem Bahnsteig liegen kann. Dingens ist schon alles weg hier. Gerste. Jetzt ist nur noch der Weizentransport. Das spricht dafür, dass das vielleicht auch schaffbar ist mit den LKW, die wir auf der Linie haben, ne? Ja, nicht ganz. Wahrscheinlich ist da einer zu wenig oder sowas. Ist ja auch gerade keiner unterwegs nach hier. Beziehungsweise einer fährt da gerade weg, ne? Wir müssten jetzt genau gucken, wie viel da gleich über ist. 662, einer hat 26 Tonnen. Kannst du noch 30 LKWs draufsetzen, dass das weniger wird? Oder wie sehe ich das? Da kommt nämlich jetzt schon das nächste. Ja, 662 Tonnen Weizen sind nicht abgeliefert worden. Also er hat jetzt gerade alles mitgenommen und da sind 104 Tonnen insgesamt. Das ist nicht so viel, ne? Gut, würde ich sagen, kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.